Das Main Event. Jetzt kommt es darauf an, es ist das letzte Rennen der Saison und Seneca hat die Chance, für die nächste Saison in die Profiliga aufzusteigen. Sie müssen gewinnen. Der Vorstand wird sich nicht mit weniger zufrieden geben. Quasi die Abschlussarbeit in der Schule. Okutama-Sprint. Oh nö. Sichere dir einen Platz in der Profiliga. Platz 2! Okay. Boah, mit so Ultra-Autos, ey. Was ist das? Hypercar? Ne, Ford GT mal wieder. Okay. Nee, nee, bleibt mal da hinten. Ah, Widersacher. Aber ich bin Zweiter, das reicht doch halt eigentlich, ne? Ja, den krieg ich nicht. Der zieht mir hier auf den Geraden so unfassbar weg. Okay. Jo, der lenkt voll in mich rein. Auch gewonnen. In der Profiliga. Ich spreche wohl fürs gesamte Team, wenn ich sage, gute Arbeit, Leute. Ja, ist doch gut. Wir haben es geschafft. Den Platz in der Profiliga haben wir uns wirklich verdient. Ihr könnt stolz auf euch sein. Wir haben hier bei der Grand World Series eine Saison wie nie zuvor. Und jetzt treffen. Profiliga, ist das dann schon das Ende? Gibst du irgendwie was darüber? Zeig, was du kannst. Für Seneca geht das Rennfahrerleben weiter und diesmal in der Profiliga, doch bevor sie richtig loslegen können, muss Agit sicherstellen, dass auch die Autos in Topform sind. Also einmal die Bremsen schön einfetten, damit die auch weiterlaufen. Und genug WD-40 in den Tank. Es ist mal wieder Zeit, bei der Grid World Series die Motoren anzuwerfen. Die Pro Series ist Rennsport auf höchstem Niveau und nur 8 Teams haben am Ende die Gelegenheit, an unserem gewaltigen Finale, dem Gauntlet, teilzunehmen. Wie lange soll das dauern? Ist das Wasser für mich? Sorry. Danke. Nathan McCain Interview, Take 1. Wer war das denn? Kennt ihr das neue Hummer-Restaurant da unten? Du suchst aus, welcher stirbt. Die sind alle in dem Aquarium drin. Alles blau und krass. Und du so, ich will den töten. Ob ich ihn töte? Nein, ich bin doch kein Tier. Okay, leg mal los.
Möchten Sie sich vielleicht kurz vorstellen? Die wissen, wer ich bin. Hi, ich bin Nathan McCain. Fünfmaliger Grid Series Weltmeister. Und bald sechsmaliger. Ein neuer Rekord. Yo, yo, yo! Hey, hör mal. Hol dir den zweiten Platz, wenn du kannst, aber bleib hinter Nate. Ist das klar? Ja? Gut, meinetwegen. Hey, mein Lieblingsneffe. Sag mal, was ist das für ein Filmteam? Keine Ahnung. So eine Art Dokumentation über Grit. Okay. Tatsächlich geht's um Seneca. Wow. Als ob das irgendjemanden interessiert. Viel Glück. Na komm. Boah, also das ist schon mal Nathan McCain. Ist das ein unsympathischer Alter? Das ist so ein. Also, nee, das kann ich hier. Das kann ich hier nicht sagen. Das kann ich nicht sagen. Wobei es sind fiktive Charaktere, ne? Ey, nein. Nein. Das ist so ein Mensch, da würdest du am liebsten. Punkt, 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 Punkt. Hier bitte eure Gedanken, Fantasien einfügen. Ich spreche sie nicht aus. Boah, ist der krass unsympathisch. Was machen wir eigentlich jetzt hier in Suzuka? Der sagt dir gar nichts. Neue Serie, mehr Power. Wow, schließe eine Runde ab. Ach, Time Trial. Alright, was für ein Auto? Natürlich ein Honda. Alles klar, 22. Wird ein großer Tag morgen. Also mich erinnern die Teamfarben viel zu sehr an, die russische Flagge. Bodenhaftung beibehalten und dann driften ist am schnellsten? Also ihr habt irgendwas Falsches geraucht. Yuma hat sich sehr positiv über dich geäußert und das will was heißen. Sie sagt sowas nur, wenn sie es ernst meint. Ich kenne das schon. Sie erwartet von allen, dass sie Leistung bringen. Du kannst das schaffen. Hier kann man gut den Windschatten ausnutzen. Der will mir nicht gerade ernsthaft erklären, wie man Windschatten benutzt oder was Windschatten ist. Pass auf, dass du auf der Strecke bleibst. Hier gibt es schnell Zeitstrafen, wenn du davon abkommst oder Kurven schneidest. Lustigerweise fährt sich das Auto genauso wie der Ford GT. Merkst keinen Unterschied. Und das war's jetzt schon. Eine Runde einfach nur fahren. Ohne Ziel. Wow. Das war schwierig. Hätte ich fast nicht geschafft. Die große Liga. Eine neue Saison beginnt. Neuankömmlinge Wolz und Seneca machen ihr Debüt in der Profiliga. Beide müssen sich beweisen, wenn sie überleben wollen. Dies ist das wahre Grit. Und unsere Konkurrenten sind wahrscheinlich Ravenwest. Wir sprechen live mit Lara Kawaii von Ravenwest. Lara, ab heute sind zwei neue Teams in der Pro Series dabei, Wolz und Seneca. Können Sie hier etwas ausrichten? Sie haben jedenfalls viel zu beweisen. Die Profiliga ist ein ganz anderes Niveau als bei den Halbprofis. Und niemand arbeitet so hart wie wir. Also wird Ravenwest an der Spitze bleiben. Danke, Lara. Und viel Glück an unsere frisch aufgestiegenen Teams, die versuchen werden, heute ein Zeichen zu setzen.
einzusetzen. Das erste Rennen in der Profiliga, Platz 10 oder höher. Ich weiß ja nicht, ob Raven das in der Spitze wird. Also, den McCain, den werde ich bei Gelegenheit Sachen machen. Oh. Ich hab... What? Direkt als Widersacher? Okay. Oh mein Gott. Okay. Interessant. Sehr gut. Sehr gut. Alter, wie du hier abkürzen kannst, krass. Nee, das ist Lara. Die ist in Ordnung, glaube ich. Zum Thema Windschatten. Kein Problem. Starke Konkurrenz hier. Gefällt mir. Yumi, du bist 14. 14. Unser anderer Wagen war in einem Unfall. Natürlich. Unser anderer war ja doch unser anderer Wagen. Ja, richtig. Unser anderer Wagen ist immer in einem Unfall verwickelt. Aber krass, wie falsch die Strecke einfach ist. Also die Streckenführung ist schon richtig, aber du kannst selbst in einem modernen Formel 1 Wagen die erste Degner-Kurve nicht Vollgas nehmen. Und die haben schon abartig viel Abtrieb, die Dinger. Und hier kannst du einfach Vollgas durchschneiden. Das ist auch hier gleich die rechte Linkskurve, die erste Spoon. So fährst du mit dem Formelwagen hier durch. Maximal. Aber nicht mit sowas hier. Das ist echt krank. Aber ja, es ist ein Arcade-Game. Das ist keine Beschwerde. Das ist keine Kritik. Das Spiel macht Spaß, absolut. Ja, komm. Scheiße! Ah! Schade, ich wollte eigentlich jetzt hier weiterfahren. Hat nicht ganz so funktioniert. Ne, der ist leider, hat er überlebt. Deine Rundenzeit ist Betrug 53,4.
Na, wo bleibt Nate? Er kommt wieder langsam näher. Nö, nee, bleibt er nicht. Okay. Also Yumi kann nichts, ne? Platz 10, das ist jetzt nicht so das, was ich erwartet habe. Kein Problem, oder? Ich kann die Schwierigkeit nicht höher stellen. Das war's. Jeder hat kleine Laster. Senja gewöhnt sich daran, in der Profiliga anzutreten und sie haben einen vielversprechenden Start. Doch obwohl Yumi und Nummer 20 alles geben, scheint es nicht ganz zu reichen. McCain, Interview, Take 1. Okay. 2 Sekunden. Okay. Bereit. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich würde gern wissen, was Sie von Seneca halten. Seneca. Seneca. Das ist das blau-weiße Team, oder? Im Rückspiegel sehen Sie alle gleich aus. Gut. Wollt ihr wissen, warum Raven West immer vorn bleibt, Jahr für Jahr und bei jedem Rennen? Es ist nicht unsere Philosophie oder sowas, sondern etwas, das Teams wie Seneca und den anderen einfach fehlt. Geld. Geld und gutes Aussehen. Schönsein ist ein Fluch. Du kannst dich glücklich schätzen. Hi. Natürlich, gerne. No, danke gerne, dir. Danke. Der Nächste, der mir ein Handy ins Gesicht hält, kann was erleben. Hey, du solltest dankbar sein. Die Fans sind schließlich der Grund, warum wir einen Job haben. Nein, das Geld meines Onkels ist der Grund, warum du einen Job hast. Weißt du was? Scheiß auf die Fans. Die lieben mich, egal was ich tue. Diesmal sprechen wir mit dem leitenden Ingenieur von Seneca. Ajit Singh. Ajit, in seiner jetzigen Form scheint Seneca ein Gewinnerteam zu sein. Wie sind die Aussichten für diese Saison? Bis jetzt sind wir sehr zufrieden mit der Saison. Hume und unsere 22 harmonieren gut. Wir haben bei den Halbprofis gut mit Waltz mitgehalten und werden bei den Profis so weitermachen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Viel Glück beim Rennen. Oh, ich hasse diese Interviews. War ich okay? Ajit, wir sind noch auf Sendung. Wie krass unsympathisch kann man sein? Yes! Also das war dann der Onkel. Also das sind die McCains. Das liegt in der Familie. Das sind richtige... Boah, ist das ein... Netter Mensch. Boah, nette Menschen. Sehr nette Menschen. Seneca braucht ein gutes Ergebnis. Platz 7 oder höher. Ich will mal ganz kurz was gucken, weil mir ist was aufgefallen. Aus irgendeinem Grund. Ich meine, da kämen gerade Sounds nicht so an. Die Fanin, die da, upala, die da ein Bild machen wollte. Ich meine, die hat was gesagt, aber das kam nicht an. Also im Hintergrund, ne, hier Dolby Surround und so, und das ist ja nur Stereo.
Ja, kein App, ne? Egal, so, vielleicht bringt das ja was hier, ich weiß es nicht. Let's go. Hatte gerade das Vergnügen, Nate kennenzulernen, auf seine eigene Persönlichkeit. Okay, geil. Ich bin einfach Karma. Das war definitiv Karma. Ich bin unter den durchgefahren. Boah, ich hasse diese Trucks. Alter, ich hasse diese Trucks, ne? Die machen so gar keinen Spaß. Nein, ich häng. Ein weiteres Mal Karma und jetzt habe ich auch keine Rückblenden mehr. Das heißt, ich sollte jetzt keine Scheiße mehr bauen. Ich kann es nicht lassen. Der ist weg. Alter, die Strecke ist aber auch genau nicht für dieses Auto gebaut. Das ist zum... Ah, nee. Das ist, als wenn du diese Racing... Diese Racing Trucks... Wenn du da mit dem Monaco fahren willst. Ungefähr so muss ich das anfühlen. Oder meinetwegen in Singapur. Aber Yumi ist auf 2. Okay, ich muss ja mit der Handbremse arbeiten, dann klappt das besser. Und danach noch eine Runde. Ich freue mich. Schalte! Wow. Oh, Nasan ist schon wieder auf der 3. Konnte sich leider erholen von dem kleinen Malheur.
Oh nein, nicht schon wieder. Das war zu viel Handbremse. Doppelsieg! Oder? Yep, Doppelsieg. So nämlich. Aber die Trucks mag ich nicht. Vor allem nicht auf der Strecke. Das ist. Boah, Horror. Kosmetische Schäden. Seneca macht ernst, aber Ravenvest will sich wohl nicht einholen lassen. Na gut, wer, ganz ehrlich, wer will sich einholen lassen? Es geht wohl nach Chicago. Und mit der Pro Muscle Series. Nicht mehr lange, bis das Rennen losgeht. Mike, glaubst du, dass jetzt, da Seneca in die Profiliga aufgestiegen ist, er da auch endlich sein Erfolgsrezept gefunden hat? Naja, er nennt es selbst immer ein Rezept und das scheint ganz gut zu funktionieren. Er hat wohl jemanden gefunden, der mit Yumi mithalten kann. Wer weiß, wie weit sie bei den Profis kommen werden, aber Edo ist bestimmt optimistisch. Auf jeden Fall ist es schön, frische Herausforderer dabei zu haben. Mal sehen, wie sie sich schlagen werden. Seneca Matruk, Platz 8 oder höher. Ohne Fleiß kein Preis. Holen wir uns, was uns zusteht. Wow, ich muss 30 Sekunden warten. Aber ich kann ja zugucken, ne? Hey, die fahren Trucks. So diese Nesca Trucks. Cool. Welche Marke sind das? Kann ich nicht sehen. Steht aber hier Dumont. Nee. Nee, ich fahre ein Dumont. Ja, keine Ahnung. Nee, ich fahre ein Mustang. Natürlich hat unser anderes Auto wieder einen Unfall. Weil dieses Auto fühlt sich wie alles an, aber nicht wie ein Ford Mustang. Hole ich überhaupt irgendwie auf? Oh, shit.
Ich hole doch gar nichts auf. Oder? Ich verstehe das gerade nicht so ganz. So, Halbzeit und ich habe gefühlt nichts aufgeholt. Ich sehe keinen Gegner. Letzte Runde hattest du eine Zeit von 1,47,3. Doch, da vorne sind sie. Ich dachte schon. Also McCain ist stabile 25 Sekunden vor mir, den werde ich definitiv nicht mehr kriegen. Ich weiß gar nicht, was mein Ziel war. Ich glaube 10. Ne? Dann, das ist dann drin. Die Zeit einer letzten Runde betrug 4. Okay. Ja, das war's dann auch. Okay. Podium. Scheint Spaß zu machen. Jetzt wird sich die Autos in der Garage ansehen. Ja, soll er machen. Und wir verabschieden uns aus Chicago, während die Grid World Series auf den Gauntlet zusteuert. Jetzt fehlt mir nur noch ein Stück von der Pizza. Hey Claire, wo ist die Pizza? Claire, hast du die? Ah, verstehe. Er jagt auf Natte. Natte McCanne hat erstaunlich Rundzeiten abgeliefert, sodass man sich bei Seneca fragt, wie er das schafft. Ach, Jesus.